Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Annika und ich mag Eisenbahnen und gehe gern wandern. Ich bin heute im Grünen. Ich erkunde nämlich heute den Elster-Saale-Kanal, aber der ist ein ganzes Stückchen lang und deswegen habe ich ihn in zwei Teile unterteilt. Und den ersten Teil von Leipzig bis nach Güntersdorf, das seht ihr heute. Viel Spaß! Der Elster-Saale-Kanal oder auch Saale-Leipzig-Kanal ist ein Kanal, der, wie der Name schon sagt, Elster und Saale verbinden soll. Allerdings ist er nie fertiggestellt worden. Dadurch kann ich ihn auch gut in zwei Teile teilen. In diesem Video starten wir mit der Entdeckungsreise in Leipzig und arbeiten uns dann immer weiter vor. Von der Weißen Elster führt der Karl-Heine-Kanal bis zum Lindenauer Hafen. Viele Jahre lang war dann hier Schluss. Aber jetzt gibt es einen Durchbruch zum Elster-Saale-Kanal, auch wenn er klein ist. Zwischen 1933 und 1943 wurde am Kanal gebaut. 1934 war die Baustelle hier am Kanal sogar eine der größten im Deutschen Reich. Das blieb allerdings nicht lange so. Zum Überqueren des Kanals waren 13 Straßenbrücken, eine Eisenbahnbrücke und zwei Straßenunterführungen geplant. Bis auf eine einzige Brücke waren alle fertig, als die Bauarbeiten eingestellt wurden. Baden und Campen ist hier übrigens nicht erlaubt. Zurzeit ist auch ein Teil des Kanals gesperrt, denn es wurde Munition gefunden, die in den kommenden Monaten geborgen werden soll. Gleich am Leipziger Ende des Kanals, neben den Schönauer Lachen in Richtung Rüttmersdorf. Also da hinten ist das besagte Gebiet. Hier vorne kann man Boote mieten und den Kanal vom Wasser aus erkunden. Zu Fuß und mit dem Rad geht es aber genauso gut. Der Elster-Saale-Kanal ist 3,5 Meter tief und zwischen 32 und 37 Meter breit. Damit hätten Schiffe bis 1000 Tonnen auf dem Kanal fahren können. Heute fahren hier nur kleinere Schiffe und Boote, zum Beispiel Ruderboote des SCDAFK Leipzig, die hier zu Wasser gelassen werden können. So, dann bewegen wir uns weiter Richtung Saale. Hinter uns liegt der Anleger der Ruderer und vor uns liegt das östliche Sperrtor am Bienitz. Die Sperrtore waren dafür vorgesehen, den Kanal abzuriegeln, um ein Auslaufen zum Beispiel bei einem Dammbruch zu verhindern. In diesem 6,5 Kilometer langen Teil des Kanals fließt das Wasser zwischen den Dämmen. Die Stahlkonstruktion zwischen den beiden Sperrtürmen wurde nach Kriegsende abgebaut, um am Oder-Havel-Kanal eingesetzt zu werden. Als nächstes erreichen wir den Champot-Durchfluss. Davon habe ich euch in meinem Entdeckungsvideo zum Bienitz berichtet. Gleich daneben befindet sich die Entlastungsanlage, um den Wasserstand zu regulieren oder den Kanal bei geschlossenen Sperrtoren komplett zu entleeren. Weiter geht's zur Ochsenkopfbrücke. Die hatte ich beim Bienitz-Ausflug nicht mehr erkundet, weil es so kalt und windig war. Sie sieht ganz interessant gebaut aus und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Als letztes zeige ich euch noch stellvertretend eine der beiden Straßenunterführungen bei Dölzig. Da man den Elster-Saale-Kanal nicht sieht, finde ich, es wirkt nicht wie eine Unterführung durch einen Fluss, sondern eher wie ein Bahndamm, unter dem man langfährt. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Ansonsten genießt die Woche und entdeckt was Schönes. Und hier oben gibt es eine Entdeckungsreise und hier unten ein Eisenbahnvideo.